Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich vorgestern mir die Tagesordnung für das Plenum angeguckt habe, habe ich gedacht, hoppla, hast du jetzt die falsche Tagesordnung irgendwie mitgenommen, weil direkt vor meinem Schottlandurlaub, das war irgendwie 7. Juli oder so, hatten wir hier letzte Runde irgendwie und da war euer Thema, lieber Dietmar Schulz, auch schon mal hier auf der Platte und jetzt habe ich gemerkt, die haben natürlich schon was geändert. Wir haben hier ja eine Debatte geführt und ich habe damals gesagt, warum habt ihr das nur sozusagen auf die Sparkassen bezogen? Nehmt doch die anderen mit dazu, weil in der Zielsetzung einen Deckel draufzulegen, ist Rot-Grün ja ziemlich nah bei den Piraten dran. Das werde ich auch gleich nochmal sozusagen hier darlegen. Das Problem ist natürlich, wenn man sich im Ziel einig ist, kann man manchmal bei den Instrumenten unterschiedlicher Meinung sein. Das will ich dann auch vorweg sagen. Trotzdem, ich finde es gut, dass diese Fokussierung auf die Sparkassen sozusagen rausgefallen ist und dass man sozusagen sich da breiter aufgestellt hat. Ich will auch noch mal daran erinnern, wir bedauern es, dass das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie keine Festlegung einer Obergrenze für die Höhe des Dispositions- und Überziehungskreditzinses vorsieht. Da wird ja dann eine gesetzliche Deckelung des Dispo-Zinses zum effektiven Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht eingeführt, obwohl sie dringend geboten wäre. Die Landesregierung, die Rot und Grün ja hier trägt, Inge Blask hat ja viele von den Argumenten, die jetzt bei mir auch noch mal durchscheinen, auch schon gebracht, hat umfassende Initiativen auf den Weg gebracht, hat versucht, einen Dispo-Deckel auf Bundesebene einzuführen. Und man muss ja sagen, im Bundesrat war man da auch relativ offen am Ende. Ja, die Landesregierung hat versucht sozusagen, zumindest dann, nachdem es da die ersten Entscheidungen im Bundesrat gegeben hat, im Rahmen eines Entschließungsantrages nochmal eben entsprechenden Druck auch auszuüben. Und dieser Entschließungsantrag ist ja auch am 26. Februar angenommen worden im Bundesrat. Umso bedauerlicher war es natürlich, dass die Einführung einer gesetzlichen Obergrenze des Dispositions- und Überziehungskreditzinses in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz im April diesen Jahres sozusagen dann nicht diese Bundesratsinitiative entsprechend auch aufgenommen hat. Das heißt, der Bundestag hat sich sozusagen darüber hinweggesetzt, was der Bundesrat eigentlich auf Initiative unter anderem unseres Finanzministers dort auch vorgetragen hatte. Sehr bedauerlich. Ja, Herr Möbius, genau. Sie sagen, und da ist nämlich des Pudels Kern, Sie sagen völlig zu Recht, ja, der Bundestag hat das deswegen abgelehnt. Wir haben ja eine große Koalition, weil die CDU da auf der Bremse steht. Und jetzt habe ich, Minister Beuerns ist ja eben schon mal zitiert worden, er hat hier ja auch darauf hingewiesen in unserer Debatte im Juli, dass er alles tun würde, wo immer es möglich ist, am Ball zu bleiben bei diesem Thema. Das wurde eben ja auch schon zitiert. Insofern richtig so. Herr Schäuble hat heute angekündigt, noch mal für den nächsten Bundestag kandidieren zu wollen. Vielleicht kann er dann ja im Wahlkampf zu einer anderen Überzeugung als Herr Möbius und die CDU kommen und das dann den Weg freimachen. Denn immerhin sind wir ja ein Zweikammernsystem in unserem Föderalismus und der Bundesrat hat sich hier ja entsprechend positioniert. Im Übrigen, Herr Möbius, Sie haben ja recht, wir haben im Moment ein sehr niedriges Zinsniveau. Aber solche Gesetze sind natürlich nicht nur an momentane Niedrigzinsphasen gebunden, sondern das ist natürlich insofern die, irgendwann hat mal jemand Schlaues gesagt, irgendwann kommen auch mal wieder die etwas schwierigeren Jahre. Es gibt ja nicht nur die fetten Jahre, es gibt ja auch im Kreditwesen dann vielleicht die schwierigeren Jahre. Und gerade dann wäre es vor dem Hintergrund der wachsenden Armut, letztendlich reden wir ja immer über Kinderarmut, Altersarmut und so weiter, wäre es natürlich gut, wenn wir an solchen Stellen dann eben unsere soziale Verantwortung auch wahrnehmen würden. Deswegen der Appell an dieser Stelle an die CDU-Bundestagsfraktion, auch an den Bundesfinanzminister, der wird vermutlich den Abgeordneten Markert nicht kennen und deswegen diesen Appell auch nicht hören, aber die CDU-Bundestagsfraktion wird ihn ja vielleicht dann auch mal gelegentlich bei solchen Thematiken dann auch noch mal schauen, was hier in diesem Parlament diskutiert worden ist. Der Appell, machen Sie den Weg frei im Sinne dessen, was der Entschließungsantrag des Bundesrates vorgesehen hat. Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, komme ich aber jetzt noch mal zu Ihrem Antrag, weil das interessiert Sie vermutlich am meisten, nachdem Sie jetzt innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal damit um die Ecke kommen und ja auch gewisse Bewegung gezeigt haben. Ich glaube, vor dem Hintergrund dessen, was Herr Möbius eben auch noch mal reingerufen hat und auch dem Hintergrund, dass der Bundesrat gerade unseren Entschließungsantrag ja angenommen hat,
wäre es natürlich jetzt nur die Wiederholung eines Beschlusses, der vermutlich nicht zu einem anderen Ergebnis führen würde. Da bin ich anderer Meinung, ob das jetzt schon im laufenden Wahlkampf der Fall wäre. Deswegen werden wir das Instrument eines neuerlichen Bundesratsvorstoßes zum jetzigen Zeitpunkt, Herr Präsident, ich komme zum Ende, sozusagen nicht tragen können. In der Zielsetzung bleiben wir beieinander und werden das gemeinsam weiter verfolgen. Vielleicht wäre es ja auch mal ein Thema für eine Anhörung an anderer Stelle oder hier im Parlament. Schöne Veranstaltung kann man dazu auch machen. Herzlichen Dank, schönen Abend noch. Vielen Dank.